Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank für den freundlichen Empfang hier in Köln. Dankeschön. Unser Thema heute Abend. Dankeschön. Unser Thema heute Abend: offene Gesellschaft, offenes Gesicht. Kulturkampf um die Burka. Soweit die schlichte, die faktische Information. Aber es fehlt noch was. Wir sind es gewohnt, auch zu sehen, wer das sagt und wie er das sagt, mit welchem Gesichtsausdruck. Sind uns Burkas, und wenn wir hier von Burka sprechen, dann meinen wir eigentlich korrekterweise Niqab, ist uns die Vollverschleierung genau deswegen so suspekt, weil wir eben nicht in ein Gesicht gucken können, ihn nicht einschätzen können, unseren Gesprächspartner, oder auch, weil wir glauben, die Trägerin, die will uns was zeigen, die will einfach sagen, Integration mit mir nicht. Oder gibt es ganz andere Gründe? Antworten erhoffe ich mir später auch von Monika B., die seit mehr als 7 Jahren den Niqab trägt. Das könnte ihr demnächst verboten werden, wenn es nach einigen Politikern von Union und AfD geht. Ein Burka-Verbot, wäre das ein Signal für eine offene, freie und auch wehrhafte Gesellschaft? Oder wäre das eher ein Signal für eine generelle Ausgrenzung von Muslimen? Schwindet die Freiheit genau da, wo sie durch Verbote geschützt werden soll? Hart aber fair mit diesen Gästen. Julia Klöckner, die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, fordert, die Vollverschleierung gehört in der Öffentlichkeit verboten, denn sie steht für Integrationsverweigerung und ein abwertendes Frauenbild. Chola Mariam Hübsch, die Journalistin und Muslima, sagt, ich kämpfe dafür, dass unsere Gesellschaft offen und tolerant bleibt. Deshalb bin ich gegen ein Verbot. Der Staat hat nicht zu entscheiden, was der Einzelne anzieht. Dirk Schümer, der Europakorrespondent der Welt, ist überzeugt, ein Burka-Verbot hätte eine Signalwirkung bis hierher und nicht weiter. Denn es geht um die Grundwerte unserer freien Gesellschaft. Bei uns versteckt man sein Gesicht nicht. Claudia Roth, die Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen, kritisiert, das Burka-Verbot ist doch bloße Symbolpolitik. Damit wird Stimmung gemacht gegen Muslime und es werden Ängste geschürt in der Bevölkerung. Das halte ich für hochgefährlich. Michel Friedmann. Der Publizist ist überzeugt, die Burka in der Öffentlichkeit ist zwar ein Problem, aber deshalb gleich ein Gesetz, das halte ich für übertrieben. Falls aber eine Frau von ihrer Familie dazu gezwungen wird, dann muss der Staat konsequent einschreiten. Und später in der Sendung Monika B. Die Muslima stellt klar, ich trage den Niqab freiwillig und als Ausdruck meines Glaubens. Ich dachte, das tue ich in einer toleranten Gesellschaft. Doch die Beschimpfungen auf der Straße werden Tag für Tag schlimmer. Burka verbieten. Jawohl, 86% der Deutschen wollen zumindest ein teilweises Burka-Verbot. Da kann es eigentlich keine schlechte Idee sein, daraus ein Gesetz zu machen, oder? Ich halte ein generelles Verbot des Tragens der Burka in Deutschland für verfassungsrechtlich problematisch. Man kann nicht alles verbieten, was man ablehnt. Und ich lehne das Tragen der Burka ab. Frau Klöckner, man kann nicht alles verbieten, was man ablehnt. Das klingt sehr weise, das klingt besonnen. Sagen Sie, denkt Ihr Parteifreund länger nach als Sie oder denkt er falsch? Er denkt anders. Ich sage, etwas, wofür man kämpfen will und auch kämpft und gekämpft hat, nämlich für die Gleichberechtigung der Frau, dafür sollte man sich auch einsetzen. In Deutschland zeigt man Gesicht. Und Gesicht zu zeigen heißt, dass man auf Augenhöhe miteinander kommuniziert, dass man sich auch integriert. Und die Vollverschleierung steht für ein abwertendes Frauenbild, ist eine Entmenschlichung. Die Individualität ist weg und Integration wird so nicht gelingen. Und die Vollverschleierung ist das Zeichen eines politischen, fundamentalistischen Islam. Und den wollen wir nicht tolerieren, weil das ein intolerantes Frauenbild ist, das er hier verbreitet. Frau Roth, Sie haben immer für Frauenrechte auch gekämpft, wie die Grünen immer. Was ist eigentlich falsch daran, wenn Frau Klöckner sagt, zu einer offenen Gesellschaft gehört ein offenes Gesicht?
Ich kämpfe auch weiter für Frauenrechte übrigens überall auf der Welt. Und ich habe auch mit Frauen in Afghanistan und in anderen Ländern über ihre Rechte und ihre Strukturen dort diskutiert. Aber ich glaube, zu einer offenen Gesellschaft gehört Offenheit. In einer offenen Gesellschaft geht es darum, dass wir auch bereit sind, Integration anzubieten. Und ich befürchte, es geht überhaupt nicht um die Burka. Ich meine, entschuldigen Sie, ein Innenminister hat gefordert in Mecklenburg-Vorpommern das Burka-Verbot. Da gibt es weit und breit keine Burka-Trägerin. Ich glaube, es geht um eine ganz andere Frage, Frau Klöckner. Wenn ich mir die Papiere anschaue, die von der CSU in den letzten Tagen auf den Tisch gelegt worden sind. Es geht um die Frage Islam. Es geht um die Frage, gehört der Islam zu Deutschland? Es geht um die Frage, akzeptiere ich, dass Menschen unterschiedliche Religionen hier haben und dass das Teil unserer bunten, unserer vielfältigen Gesellschaft ist. Die Burka-Debatte, die finde ich wirklich, das ist eine Symboldebatte, eine Scheindebatte. Und angesichts einer Partei, die Menschen Angst macht in diesem Land, der AfD, die ganz klar gesagt hat, der Islam gehört nicht dazu, Muslime gehören nicht dazu, müssen die demokratischen Parteien nicht mit Verboten agieren, sondern sagen, was sind die Motive, warum Frauen Burka tragen und wie können da wir tatsächlich an haben Sie gerade eine schöne Agenda für diese Sendung aufgeblättert. Wir werden das Stück für Stück tun. Bevor Sie sagen, so habe ich Sie verstanden, das ist, wenn überhaupt, ein Nebenkriegsschauplatz. Ich sage nochmal, 86% der Deutschen, ARD-Deutschland-Trend, wollen zumindest ein teilweises Burka-Verbot. So. 79% der grünen Wähler wollen auch zumindest ein teilweises Burka-Verbot. Dieselbe Frage, denken Sie länger nach als Ihre Wähler oder denken die Wähler falsch? Nein, ich glaube, dass es geht gar nicht darum, dass die Wähler, dass ich sage, ob die Wähler falsch oder Ihre ob die grünen Wähler. 79%. Ich bin mir sicher, dass weit über 79% eines nicht wollen, dass hier neue Mauern errichtet werden, dass hier Stimmung gemacht wird und dass man hinter den Parolen der AfD hinterher rennt, sondern dass wir uns differenziert auseinandersetzen. Ich sage es noch einmal, was sind die Motive? Aber dass wir da rangehen. Und ich mache doch meine Politik nicht nach den Umfragen, sondern ich sage, was gehört zu einer offenen Gesellschaft. Habe ich nicht mit den Grünen gelernt, dass Basisdemokratie, zum Beispiel auch Mitgliederbefragungen, wenn es um Posten geht, was ganz Wichtiges sind, das hier ist nur eine Umfrage, keine Mitgliederbefragung, aber die Tendenz haben Sie, 79% der Grünen, ich sage nochmal, sind für ein teilweises Burka-Verbot. Das können Sie doch nicht einfach vom Tisch wischen. Nee, ich wische das gar nicht vom Tisch. Ich nehme das sehr ernst. Ich nehme das sehr ernst, dass wir, ich sage es noch einmal, uns die Mühe machen, klarzumachen, worum es in dieser Stimmungsmache, in dieser Debatte geht. Dass wir uns die Mühe machen, was sind Freiheitsrechte in einer offenen Gesellschaft und gibt es auch ein Freiheitsrecht, das sagt, ein Mensch kann selber entscheiden, was er oder was sie in der Öffentlichkeit trägt. Ich habe nichts mit der Burka zu tun, ich habe nichts mit dem Niqab zu tun. Und ich können finde, wir uns darauf einigen, dass Sie sind ja so flexibel, dass Sie auch mal zwischendurch eine kleine Frage beantworten können. Wenn Sie eine Burka sehen, soll es ab und zu geben in Berlin. Ich zeige Ihnen gleich mal Zahlen. Was denken Sie da? Oder denken Sie gar nichts? Denken Sie unterstellen dunkle Sie mir, Kleider? Dass ich gar nichts denke? Nee, ich frage Sie ganz ja, offen. Ja, natürlich denke ich mir, was sind die Gründe, dass diese Frau dieses Kleidungsstück trägt. Und erstmal sage ich, es gehört mit zu unserer Gesellschaft, dass das Recht, sich so zu kleiden, wie ich will, auch dazugehört im öffentlichen Raum. Und dass wir keinen Millimeter weiterkommen, wenn wir glauben, wir können aus unserer Perspektive das alles denken Sie, das abzulehnen das denken Sie und ganz zu verbieten. Okay. Ich beschäftige mich hier zum ersten Mal mit dieser Frage. Verstehe. Herr Schiemer, was denken Sie, wenn Sie eine vollverschleierte Frau sehen. Wir reden immer vom Burka, ich sage das nochmal, eigentlich heißt das Niqab, die Burka ist nochmal... In Ostafrika heißt es, glaube ich, Bui Bui, habe ich jetzt gelernt. Sie sind ein gebildeter Mann, als Kulturkorrespondent erwarte ich das auch von Ihnen. Verraten Sie doch, was Sie einfach denken, wenn Sie eine Frau sehen, die vollverschleiert ist. Ich denke nicht an deren Motive. Die sind mir in dem Fall ziemlich egal, ob ihr Mann sie dazu zwingt oder ihre Religion oder ob sie sich vor der Sonne schützt. Ich frage mich, was ist meine eigene Kultur? Und die besteht im Abendland auf einem offenen Austausch des Gesprächs, der Mimik, auf Kommunikation. Wir sind eine kommunikative Kultur. Der französische Philosoph Emmanuel Levinas, der den Holocaust mit knapper Not überlebt hat, hat das sehr schön zusammengefasst. Der hat gesagt, worauf basiert unsere westliche Zivilisation? Nicht auf dem Ich, das Ich kann größenwahnsinnig und verbrecherisch sein, nicht auf dem Staat, der Staat kann noch viel verbrecherischer sein, das wissen wir alle.
Das basiert auf dem Du, das Gegenüber. Das ist die Kommunikation zwischen zwei Gesichtern. Und wenn mir jemand diese Kommunikation komplett verweigert, dann fühle ich mich im Abendland aus der abendländischen Zivilisation ausgeschlossen. Ich fühle mich eben hinter einer Mauer, so wie Sie es gesagt haben. Wir wollen doch keine Mauern errichten. Ich habe die nicht errichtet, die hat der Mensch mir gegenüber errichtet und sagt mir, nein, diese Art westlicher Zivilisation mit dem gezeigten Gesicht, die kriegst du bei mir nicht. Wer ich bin, was ich mache, das ist ab jetzt geheim. Und das ist für mich das Totenhemd, wie es Alice Schwarzer beschrieben hat, das soziale Totenhemd des NICAP. Und deswegen bin ich davon verängstigt und auch erzürnt. Sie haben verängstigt gesagt. Meinen Sie auch verängstigt? Ja, ich meine verängstigt. Wovor haben Sie Angst? Ich habe Angst davor, dass ich nicht weiß, was das Gegenüber macht. Ich komme noch mal darauf zurück. Wenn wir uns streiten, dann können Sie das an meinen Augen, an meiner Mimik, an meiner Gestik sehen. Bei einem solchen Wesen, was sich vollkommen abschließt, kann ich das nicht mitbekommen. Das zeigt mir ja nach außen schon, ich bin für dich sozial nicht erreichbar. Und wenn ich vor die Tür gehe, mache ich ja dasselbe. Ich zeige ja mein Gesicht. Ich bin ja für die anderen sozial erreichbar. Das ist ja unsere Lebensform. Das ist wie wenn ich in die Sauna gehe und bin nackt und es kommen lauter Leute rein, die sind angezogen und starren mich an. So fühle ich mich da. Gehen Sie mal mit Amerikanern in die Sauna. Mache ich nicht. Frau Hübsch, Sie sind Muslima, in Deutschland geboren. Und wir merken gerade hier, ein Kleidungsstück, ein einziges Kleidungsstück kann sehr polarisieren. Welches der Argumente gegen den Niqab können Sie nachvollziehen? Kaum eines, ehrlich gesagt. Also ich verstehe schon, dass man ein Unbehagen empfindet, aber ich würde... Haben Sie das auch? Ja, wenn ich eine Burka sehe, empfinde ich auch ein Unbehagen. Ich empfinde ein noch größeres Unbehagen, wenn ich eine fremdenfeindliche Demonstration sehe. Also da empfinde ich auch Unbehagen, aber das Unbehagen, mein subjektives Unbehagen, daraus leitet sich noch kein Recht ab, etwas zu verbieten, was das Selbstbestimmungsrecht angeht. Aber ich würde die ganze Diskussion gerne auf eine andere Ebene noch mal bringen. Ich glaube, das Verheerende an dieser Burka-Diskussion ist ja nicht, es geht ja nicht um die Burka, es geht darum, was für eine Signalwirkung das weltweit hat. Und ich glaube, international hat der Westen schon ein Problem. Dem Westen wird Doppelmoral vorgeworfen. Dem Westen wird vorgeworfen, er sei nicht glaubwürdig, weil er zum Beispiel mit autoritären Machthabern, weil er die unterstützt, solange sie pro-westlich agieren und die dann im Namen von Menschenrechten stürzt. Das heißt, im Westen wird vorgeworfen, er würde völkerrechtswidrig intervenieren im Namen von Menschenrechten. Er hat ein Glaubwürdigkeitsproblem und dann fallen Stichwörter wie Guantanamo und Abu Ghraib, aber es fallen auch Stichwörter wie Beschneidungsverbot, Moscheeverbot, Minarettverbot, Burkiniverbot, Burka-Verbot, Kopftuchverbot. Und dann sagen die haben Leute... Haben Sie Angst? Entschuldigung. Dann, lassen Sie mich das ganz kurz zu Ende. Ich unterbreche Sie auch wie Frau Roth. Haben Sie Angst, dass Sie tragen ein Kopftuch, ein bestimmtes auch, das ziemlich viel vom Gesicht verhüllt. Haben Sie Angst, dass das als nächstes drankommt? Diese Diskussion im Kopftuch hatten wir doch jahrelang schon. Der Punkt ist doch nur, dass das den Islamisten in die Hände spielt. Die wollen ja genau das, dass wir in so eine Angststarre verfallen und dass wir uns gegenseitig aufhetzen lassen. Und ich bin deswegen dafür, dass wir von diesen Verbotsdiskussionen weggehen, hin zu einer Kultur der Anerkennung. Und wenn wir das nicht tun, dann wird Integration nicht gelingen und dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn wir diesen Terror im Land haben. Herr Friedmann. Ja, wie Toleranz da auf der einen Seite der Burka oder in der Burka funktionieren kann, darüber werden wir noch reden in der Sendung, unter anderem eben auch mit einer Burka-Trägerin. Herr Friedmann, im aktuellen Spiegel, da benutzt der Islamwissenschaftler Matthias Rohe mit Blick eben auf dieses Burka-Verbot, was von Teilen der CDU im Präsidium ist drüber gesprochen worden und von der AfD gefordert wird. Der Islamwissenschaftler benutzt da den schönen Begriff der Hausordnung. Kann Deutschland in seine Hausordnung schreiben, die Burka wollen wir nicht, Burka bleibt draußen? Ich glaube, das Wesentliche für uns selbst ist und bleibt die Freiwilligkeit, dass Menschen, was immer sie auch tun, freiwillig machen. Das Zweite, was ich bemerken möchte, eigentlich ist es mir egal, ob man eine Burka trägt aus religiösen, kulturellen und ganz persönlichen Gründen. Ich möchte Menschen ins Gesicht schauen und ich begründe das jetzt nicht mit dem Abendland und Sonstiges, sondern wir sind als Menschen neurobiologisch auch darauf angewiesen, dass wir uns anschauen. Jeder, der ein Kind hat, weiß, dass das Baby schon reagiert auf diese Mimik. Wenn aber jemand freiwillig diese Burka trägt, dann ist das die Angelegenheit der Person. Wenn diese Person mit mir in Kontakt tritt, ist es nicht mehr die alleinige Angelegenheit der Person, sondern unsere gemeinsame. Ich sehr klar. Ich möchte nicht, noch einmal, es ist mir völlig egal, ob das aus religiösen Gründen ist. Ich möchte nicht,
dass ein Lehrer oder eine Lehrerin meine Kinder unterrichtet und die Kinder das Gesicht nicht sehen. Ich möchte auch keinen Beamten treffen, der einen Verwaltungsakt über mich ergehen lässt, ohne dass ich ihm oder sie ins Gesicht schaue. Und ein letztes möchte ich noch mal zu dieser Burka denn doch sagen. Es ist doch erstaunlich, dass Männer keine Burka tragen müssen. Und man muss schon darüber nachdenken, warum die Frauen das anziehen müssen. Und natürlich muss man über das Rollenspiel auch in den Religionen sehr ernsthaft reden. Die Frau ist die Verführerin und deswegen haben viele Männer überhaupt nichts dagegen, wenn die Frauen verschleiert sind. Ich habe etwas dagegen und ich würde mir wünschen, dass Männer einen Tag die Burka tragen. Ich weiß nicht, ob sie dann der Frau das noch vorschreiben. Ach, da würde ich Ihnen gerne helfen, wieder ein bisschen erzählen. Frau Hübsch. Da würde ich gerne widersprechen, weil wenn Sie mal mit den Niqab-Trägerinnen in Europa gesprochen haben, und ich rede wirklich von denen in Europa und nicht von denen in Saudi-Arabien, wo es natürlich einen Zwang gibt. In Europa gibt das ganz oft, sind das ganz oft Konvertitinnen und die haben Männer hinter sich, die sagen, bitte trag diesen Niqab nicht, das ist furchtbar, das ist schrecklich, da wirst du diskriminiert. Das sind Frauen. In Frankreich gerade ist das ja auch so eine Art neuer Punk, ja, dass man sich verschleiert, weil wir haben die Erfahrung dort, dass seitdem es dieses Burka-Verbot gibt, gibt es mehr Frauen, die den Niqab tragen, weil es zu einem subversiven Akt des Widerstands geworden ist, sich sozusagen gegen diese staatlich verordneten Kleidungsvorschriften zu widersetzen. Ich habe also auch das, kein, ich habe auch das mal, ich habe wir kein zur Problem, wenn ein Mensch und wir das dürfen nicht zu viel hineinprojizieren. Ja, also es ist man, nicht automatisch kann, so, dass diese Frauen unterdrückt sind und Opfer nicht, sind. Man kann auch nicht nichts hineinprojizieren. Ich plädiere für ein gesundes Mittelmaß. Das ist unterschiedlich. Herr Friedmann, auch an Sie die ganz schlichte Frage. Wenn Sie in Frankfurt eine Burka-Träger oder Niqab-Trägerin sehen, was macht dann das Neurologisch in Ihrem Gehirn? Naja, das Erste, was ich mich wirklich frage, ist das freiwillig. Und wenn es freiwillig ist, dann ist das etwas anderes, als wenn es unfreiwillig wäre. Und wenn es freiwillig ist, aber dieser Mensch mit mir in Kontakt tritt, möchte ich das Gesicht sehen. Auch das ist freiwillig. Und deswegen halte ich auch nichts jetzt von Gesetzen. Da bin ich ganz klar und sage, diese Symbolgesetzgebung ist unverhältnismäßig, quantitativ, qualitativ, aber darüber zu reden und deutlich zu machen, wie wollen wir uns begegnen. Ich halte das für eines der Vorteile einer offenen Gesellschaft, auch zu sagen, so will ich eigentlich nicht mit dir in Kontakt treten. Wie machen wir das jetzt miteinander? So funktioniert es aber nicht, Herr Friedmann. Wenn bei Ihnen in die Anwaltskanzlei jemand kommt mit einem Niqab, können Sie sagen, legen Sie es doch bitte ab, das ist mein Standard. Aber wenn jetzt in den Geschäften, ich war diesen Sommer zur Sommerfrische in Baden-Baden, hunderte Niqabs auf der Gasse, reiche Touristinnen, die gehen in so ein Geschäft, da kann doch die kleine Verkäuferin nicht sagen, ja, ich verbediene sie dann nicht, die wird morgen sofort rausgeworfen. Die kann diese Kommunikationsverweigerung sie kann. Nicht behandeln. Wir sind in einem freien Land und wenn es eine solche gesellschaftspolitische Dramatik wäre, dann müssen wir uns alle dem stellen. Dann spielt es auch keine Rolle, ob Geld in die Kassen dieser Geschäfte kommt. Dann müssen wir uns dem stellen. Die Frage ist eben, ob wir uns an diesem Thema in der Tat quantitativ wie qualitativ an etwas aufhängen. Und es gibt viel wichtigere und ernsthaftere Themen, was diese Integrationsgrenzen angeht, die wir dann vernachlässigen. Haben Sie Leute, ich zweifle. Darf ich was fragen? Wenn es tatsächlich unfreiwillig ist, wenn es sozusagen auf Zwang des Mannes oder auf Zwang eines Imams zum Beispiel passiert, dass er sagt, ich verpflichte dich, du trägst den Niqab oder die Burka oder der Imam sagt, nur so kann überhaupt ein Gehen in den öffentlichen Raum passieren. Warum gehen wir dann ran und oder manche ran und sagen, wir verbieten jetzt die Burka oder den Niqab? Warum gehen wir nicht ran und an den Imam, an den Ehemann? Und warum bestrafen wir dann in diesem Fall das Opfer, das ist die Frau, damit, dass wir sie sozusagen komplett aus dem... Dass wir sie aus dem öffentlichen Raum verbannen. Denn wenn es nicht freiwillig ist, dann wird sie ohne Niqab und ohne Burka nicht mehr in den öffentlichen Raum gehen. Frau Klöckner, Entschuldigung. Also wenn es um Frauenrechte geht, wünscht man sich nicht solche Kämpferinnen wie Sie. Also Sie kämpfen gerade die Grünen. Sind es doch gewesen, die grünen Frauen, die für Emanzipation gekämpft haben und sehr gerne mit Symbolen. Sie haben sich mit Vehemenz eingesetzt für das Binnen-I bei Bürgerinnen für gendergerechte Sprache. Und wenn es um Zwangsverheiratungen geht, wenn es um die Frage der Vollverschleierung geht, haben wir dröhnendes Schweigen bei den Grünen. Entweder gilt die Frau und dann zählt auch nicht die Masse. Ob ich jetzt 200 sehe oder nicht, bei uns gilt das Individualrecht. Wir wollen auch, und das haben wir zu Recht gemacht, die Kinderehen haben wir verboten, auch wenn es nicht die Masse gibt. Und jetzt sage ich eines ganz deutlich, Frau Roth und auch Frau Hübsch, zu behaupten, das sei ein Stück Freiheit,
wenn man die Vollverschleierung trägt, wenn es eines nicht ist, dann ist das Freiheit. Wissen Sie, was Freiheit ist? Freiheit dort, ist Selbstbestimmungsrecht, dass ich selber entscheiden kann, was ich anziehen möchte. Es gibt qualitative Studien, die ganz klar belegen, dass diese Frauen sagen, lassen Sie uns doch ganz entspannt uns austauschen. Ich möchte akzeptieren, auch wenn es Ihre Welt ist. Ich habe das gerne jetzt dem Chorgesang zugehört, würde jetzt aber wieder zu den Solisten zurückkehren. Ich würde gerne das Argument ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ja, aber ich glaube, das gehört auch ganz ruhig. Ich muss mir von Ihnen ganz viel eines sicher nicht sagen. Wenn Sie ganz ruhig sind, sind Sie es auch mal ganz lassen Sie, darf ich es gerade beraten? Lassen Sie Frau Klöckner ausreden. Sonst sagt meine Mutter wieder, die Frau Roth hat wieder nicht ausreden lassen. Und ich möchte das nicht, dass meine Mutter lassen. Das sollte sie aber lassen. Zu Ihnen mal sagen. Sohn, lass du mal deine Gäste ausreden. Ja, das sagt sie auch schon mal. Bitte. Herr Blasberg. Also, zum jetzt Thema, höre ich hinzu. Zum Thema Vollverschleierung. Setzen wir es doch noch mal gerade. Da wird eine Frau verhüllt, das Gesicht. Es geht nicht darum, was man anzieht. Es geht nicht um die Kleiderfrage. Jeder kann anziehen, was er will. Aber ein Gesicht zu verhüllen, ist nicht nur eine Kleiderfrage. Und die Frage nach dem, was ich freiwillig will. In einer offenen Gesellschaft treffen Freiheiten auf Freiheiten. Und dann müssen die geregelt werden. Es gibt auch Menschen, die wollen freiwillig den ganzen Tag nackt durch die Fußgängerzone laufen. Aber auch dort haben wir Regeln. Auch diese Menschen werden dann von der Polizei aufgegriffen. Und ich bin wirklich erstaunt, wie man das als kulturelle Vielfalt abtun kann, wenn just eine Frau aufgrund ihres Frauseins, weil ihr Haar, weil ihr Gesicht, weil ihr Körper angeblich sündig sei, sich verhüllen soll. Überlegen Sie mal, wie deren Töchter oder Söhne aufwachsen, mit welchem deformierenden Geschlechterbild. Und dann wundern wir uns, wenn die Jungs eine Lehrerin nicht ernst nehmen in der Schule. Das will ich nicht tolerieren, Frau hier in Deutschland. Roth. Sie müssen mich, glaube ich, nicht belehren, was der Einsatz für die Rechte der Frauen ist. Noch mal weltweit, der Einsatz für die Rechte der Frauen. Ich hatte gerade den Eindruck. Gut. Was der Einsatz für die Rechte der Frauen ist. Und ich sage eines ganz klar. Der Kampf für die Freiheit muss doch erstmal von denen vor allem angeführt werden, die es betrifft. Und die Befreiung ist auch ein Akt sozusagen von Selbstbestimmung. Von Selbstbestimmung und das zu unterstützen. Darum geht es mir. Eine Frau, die darum ohne Mann nicht geht, aus dem Haus darum geht es, darum geht es mir, dass wir diese Frauen, und glauben Sie doch dass nicht, dass das nicht abgeht in den Migranten-Communities, dass es da sehr wohl darum geht, eine Geschlechterrolle zu thematisieren, zu kämpfen für mehr Freiheiten, die Sexualität zu thematisieren, die Familie zu thematisieren. Das findet im Iran statt, das findet in der Türkei statt. Und deswegen glaube ich, es ist sehr schwierig, wenn Sie sagen, wir befreien jetzt diese Frauen. Erstmal muss es darum gehen, dass die Frauen die Kraft bekommen, die Rahmenbedingungen bekommen, selber zu entscheiden, was sie unter Freiheit verstehen. Da gibt es die, die es nicht freiwillig machen, aber ich habe viele Frauen getroffen, die mir auch erklären, sagt ihr mir doch nicht, was meine Freiheiten sind. Aber es gibt doch viele Frauen, die sagen, hilft mir, weil in meinen Familien werde ich bedroht und unterdrückt von männlichen Mitgliedern der Familie. Und genau zwischen diesen beiden Punkten muss man eine Position finden. Und man muss ja eins noch mal sehen. In Frankreich, in Belgien, in den Niederlanden gibt es dieses Verbot. Und der Europäische Gerichtshof hat in 2014 entschieden, dass das nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Mit anderen Worten, wir können auch denen, die das befürworten, nicht sagen, sie würden Menschenrechte damit antasten. Das Thema ist ein hochkulturell-politisches und man muss dabei immer berücksichtigen, ob diese Freiwilligkeit, die Sie gerade unterstellen, Frau Roth, wirklich vorhanden ist. Und zwar unabhängig dieses Kopftuch. Frau, es gibt ja Qualität. Jeder war jetzt mal dran und jetzt mache ich mich mal unbeliebt gegen alle. Sie sagen die Zahlen. Worüber reden wir hier eigentlich? Man sagt, wie viele Burkas gibt es oder wie viele Niqab-Trägerinnen in Deutschland sind ganz wenige. Ja, wir haben das mal probiert herauszufinden. Und man kann natürlich sagen, die Heftigkeit der Diskussion, wie wir das gerade hier erlebt haben, die steht im umgekehrten Verhältnis zu der Häufigkeit von Burka und Niqab-Trägerinnen. Warten Sie ab, Frau Roth. Man könnte auch sagen, viel Lärm um wenig. Obwohl, wenn man mal genauer hinguckt, schauen Sie mal. Wahr ist, es gibt keine verlässlichen Zahlen zu Burka- und Niqab-Trägerinnen in Deutschland. Wir haben nachgefragt. Beim Bundesinnenministerium, bei der Migrationsbeauftragten, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, bei den 16 zuständigen Landesministerien und beim Zentralrat der Muslime. Die Antwort war immer gleich.
Wir wissen es nicht. Es gibt keine Zahlen zu Burka- und Niqab-Trägerinnen in Deutschland. Wahr ist aber auch, es ist nicht so schwer, an bestimmten Orten in Deutschland vollverschleierte Frauen anzutreffen. Wir haben das in 3 Städten getestet. Das Ergebnis? Berlin-Neukölln. 4 Stunden waren wir hier unterwegs, 2 Niqab-Trägerinnen haben wir gesehen. München. Hier waren es in 4 Stunden 20 Niqab-Trägerinnen. Bonn-Bad Godesberg. Hier haben wir im gleichen Zeitraum auch 20 Niqab-Trägerinnen gezählt. Das Problem? Niemand weiß, ob die Vollverschleierten wirklich in Deutschland leben. Experten gehen davon aus, dass es vor allem Touristinnen aus dem arabischen Raum sind. Das wollten wir genauer wissen, haben eine Redakteurin viele der Frauen in Bad Godesberg ansprechen lassen. Das Ergebnis unserer Stichprobe? Die meisten wollten nicht mit uns reden. Erst ganz am Ende unseres Straßentests hatten wir dann doch noch Erfolg. Eine Gruppe von 5 Niqab-Trägerinnen hat mit uns gesprochen. Es waren Medizintouristinnen aus Katar. Herr Friedmann, 3 Städte, 4 Stunden, 42 Niqab-Trägerinnen. Ist das mehr, als Sie erwartet haben? Nein, ich glaube, dass wir, wenn wir nur quantitativ argumentieren, ist das zu oberflächlich. Wir müssen schon auch fragen, ob dieses Verschleiertsein eine Metapher ist für eine Diskussion, die wir über diese Kleidungsstücke reden, aber in Wirklichkeit ganz andere Fragen diskutieren, nämlich in der Tat die Selbstbestimmung des Menschen. Was ist mir zumutbar? Auch wenn der andere so leben will. Und was ist mir nicht zumutbar und wie finden wir da ein Miteinander? Sie haben in diesem Bericht vollkommen richtig erwähnt, auch in den muslimischen Ländern ist eigentlich diese Bekleidung, vor allen Dingen in Saudi-Arabien, in Katar, zu finden. Übrigens Länder, mit denen die Bundesregierung sehr gerne auch Waffengeschäfte und sonstige Geschäfte macht und andererseits sich dann darüber ärgert, dass der Islamismus nach Deutschland kommt. Also, das ist ein Thema, das uns berührt, uns bewegt in ganz Europa. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass da viel andere Fragen dahinter stehen. Die Angst vor dem Terror, die Angst vor dem, was wir Islamismus nennen, die Angst vor der Frage des Miteinanders und nicht des Gegen- oder Nebeneinanders. Und wenn wir diese Debatte dazu nutzen, das auch offen auszusprechen, dann wäre das das Schlechteste nicht. Wissen Sie, wer das macht? Ein Integrationsexperte. Sie sind gleich dran, Frau Hübsch. Wissen Sie, wer das macht? Ein Integrationsexperte, der sagt, bringt überhaupt nichts. Das ist ein Integrationsexperte, ein Integrationspraktiker, Heinz Buschkowski, der ehemalige Bezirksbürgermeister. Naja, es gibt noch andere. Habe ich das Gegenteil behauptet? Ich wollte es nur ergänzen. Haben Sie gemacht. Der Bürgermeister, der ehemalige von Neukölln in Berlin, ne, der sagt, bringt nichts, aber es gibt bei ihm auch noch ein Aber. Und da sind wir genau beim Thema. Das operative Ergebnis ist gleich null. Aber das Burka-Verbot wäre ein gesellschaftspolitisches Signal. Das Burka-Verbot zeigt, was bei uns geht und was wir ächten. Frau Hübsch, wie empfinden Sie das? An wen richtet sich dieses Signal? Nur an Vollverschleierte oder fühlen Sie sich eben als Muslima, wie Sie hier sitzen, mit Kopftuch genauso angesprochen? Ich finde es einfach unglaublich inkonsequent. Also das zentrale Argument lautet ja auch hier, die Frauen werden mit der Burka zu einem Objekt gemacht. Und das kann ich nachvollziehen. Die eklatante Schwachstelle an diesem Argument ist nur, dass unsere gesamte Gesellschaft in vielerlei Ebenen durchzogen ist von irgendwelchen Postulaten, die männliche Überlegenheit suggerieren und die Frauen zum Objekt machen. Das heißt, wenn wir konsequent denken, dann müssten wir auch Piepshows verbieten, Pornografie verbieten, Prostitution verbieten, Sexzeitschriften verbieten. Wir müssten all diese Dinge, die Frauen auf irgendeine Art und Weise zum Objekt machen, verbieten. Die SPD ist grandios gescheitert, nur mit dem leichten Vorstoß, sexistische Außenwerbung zu verbieten. Nicht mal das haben sie durchbekommen, wahrscheinlich auf Druck der Wirtschaftslobby. Und jetzt wollen sie mir hier wegen 200, 300 Burka-Trägerinnen sagen, das Abendland ist gefährdet, die Gleichberechtigung ist gefährdet. Also ja, da müsste man noch ganz anders, da müsste man noch konsequent sein. Und wenn wir da nicht konsequent sein wollen, wenn wir da sagen, Liberalität, Freiheit, dann bitte diese Freiheit für alle und nicht nur auf Kosten von einer kleinen, sowieso schon marginalisierten, stigmatisierten Minderheit die Stimmungspolitik machen und sagen, da wird die Frau zum Objekt gemacht. Die Frau wird ganz schön zum Objekt gemacht in dieser Gesellschaft. Bild-Zeitungsgirl, Germany's Next Topmodel, ich könnte ewig weiter. Wechseln Sie jetzt mit nach Ursache und Wirkung. Nein, also, das müssen Sie auch ertragen. Verwechseln Sie jetzt mal nicht Ursache und Wirkung hier. Es ist übrigens, wem unsere Gesellschaft zu offen ist, wem sie
auch so offen und freundlich ist, übrigens auch sozial abfedernd ist, der ist überhaupt nicht gezwungen, in diese Gesellschaft zu kommen, die angeblich übersexualisiert ist. In unserer Gesellschaft gibt es klare Regeln. Und noch einmal, auch jemand, der nackt durch die Straße laufen will, der kann das auch nicht machen. Und jetzt geht es darum, wie wir auch Integration einfordern. Integration ist übrigens wie Hände schütteln. Ich finde auch das Denken, das hinter dem Burka oder dem Niqab-Tragen steckt. Darum geht es ja. Ist ja nicht nur ein Stück Stoff, sondern da steckt ja viel mehr hinten dran, dass man mit dem anderen nicht in Kontakt kommt. Wie soll dann überhaupt Integration laufen? Wie sollen diese Frauen denn überhaupt am Arbeitsmarkt Fuß fassen können? Wie sollen wir denn eine Gesellschaft, die offen ist, auch für Migranten, davon überzeugen, dass es ein Geben und Nehmen ist, die Integration? Und Sie machen plötzlich diese Frauen zu Opfern. Nein, diese Frauen haben selbstbestimmt. Diese Frauen haben selbstbestimmt. Diese Frauen haben selbstbestimmt, dass sie mir das, Frau Hübsch. Diese Frauen haben selbstbestimmt, dass sie mir das Gesicht nicht zeigen wollen. Und ich finde das ein Akt der Unhöflichkeit, was ich hier nicht gehört in Deutschland. Ja. Herr Schiemer? Das Ganze kann man ja noch weiter drehen. Zum Beispiel in Garmisch gibt es einen Optiker, der hat einen eigenen Raum jetzt eingerichtet wegen der vielen Niqab-Trägerinnen. Die kommen da rein in den Nebenraum, der ist für mich tabu. Da können Sie die Sonnenbrillen ausprobieren mit einer weiblichen Angestellten. In Deutschland 2016. Das ist ja Apartheid. Das ist wie ein Klo für Schwarze und ein Klo für Weiße. Das heißt, ich hab da schon keine offene Gesellschaft mehr. Das ist der nächste Schritt. Und dann geht's weiter. Ein Restaurant mit einem Raum für Frauen, ein Raum für Verschleierte, ein Raum für Unverschleierte. Und ich bin bei dem Spiel immer draußen. Das heißt, das ist natürlich eine Grenze, die es gibt. Die auch erste mir, Klasse, zweite Klasse, Klasse, Business Klasse, Economy Klasse. Also, ehrlich gesagt, Islamklasse wollen Sie auch? Nee, finde ich auch unmöglich. Ja, totale Gerechtigkeit für alle. Wenn Sie von Unhöflichkeit reden, Frau Klöckner, dann finde ich viele andere Dinge viel unhöflicher. Dann finde ich es sehr unhöflich, wenn bei uns dieses Deutschland wieder leicht entflammbar ist, wenn flächendeckend Asylbewerberheime brennen, wenn Muslime angefeindet werden, wenn gesagt wird, Minarette soll nicht mehr gebaut werden, wenn gegen Imame gehetzt wird, wenn wir nicht anerkennen, dass der Islam Teil unserer Gesellschaft ist und dass wir ihn einbürgern müssen und dass wir ihn sozusagen auch helfen müssen, dass er modernisiert wird. Wir haben 4 Millionen Muslime in unserem Land. Ja, wir haben auch Millionen Deutsche, die Muslime sind. Können die Muslime denn nicht einen Schritt auf Deutschland? Darf ich noch mal um die Einzelstimme bitten? Moment mal, können wir uns darüber einigen, dass viele Muslime Deutsche sind, ein Teil wie Sie und ich, und dass wir aufeinander, miteinander zugehen müssen und nicht von Muslimen und Deutschen sprechen? Die Burka wird in dieser Debatte zu einem Synonym für den Islam. Ich zitiere das Papier der CSU vom Freitag und Samstag heftig diskutiert. Die CSU ist nicht irgend sowas, die ist immerhin in der Bundesregierung. Das ist aber kein Synonym für den Islam. Und, hier hat das niemand und die, gesagt, Frau in dem CSU-Papier steht nichts von der Befreiung der Frauen. In der CSU kann ich mir auch nicht dran erinnern, ich komme aus Bayern, dass es die Speerspitze der feministischen Befreiungsideologie ist, sondern es steht drin, die Burka, das ist ein Unterdrückungsinstrument des Islam und das gehört nicht dazu. Und das ist das Signal. Gehört der Islam in unser Land oder nicht? Und strengen wir uns an, den 4 Millionen Menschen in unserem Land, die Muslime sind, zu sagen, ja, ihr gehört dazu und ihr seid Teil. Und hören wir auf, der AfD hinterher zu rennen, die auch das Burka-Verbot fordert. Was ist denn mit den Muslimen, die Burka verbrannt haben in Raqqa, als der IS das Land befreit hat? Da sind die Frauen aufgestanden und haben sich die Burka abgeworfen, verbrannt und haben getanzt, damit sie sie endlich nicht mehr tragen dürfen. Ja, in Frankreich und haben sie gegen das Burka-Verbot demonstriert. Also man muss doch schauen, sind wir in einem freiheitlich-liberalen Land, wo die Frauen selbstbestimmt tragen, oder gibt es ein Verschleierungsgebot? Wir sind in einem Land, wenn ich diese Frage mal beantworten darf, ich freue mich, wenn ich das als Moderator auch mal kann, in einem Land, in dem gerade die Toleranz ausgelotet wird und in der Politik vielleicht nach Symbolen gemacht wird. Vielleicht ist es eine Zeit, wo man das machen muss oder vielleicht nicht. Das sollte unser Thema sein. Herr Stoiber, Sie haben die CSU gerade zitiert. Der Ehrenchef der CSU, der alte Häuptling, der hat einen interessanten Satz gesagt, nämlich genau auf dieser Sitzung: In der Politik sind Gefühle Fakten. So zitieren ihn Teilnehmer der Sitzung. Wenn 86% der Bürger ein Burka-Verbot wollen, wenn sich Bürger irritiert fühlen, nicht jeder kann es so perfekt ausdrücken wie Herr Schiemer, aber ich glaube, er hat das ganz gut zusammengefasst, wird daraus früher oder später
ein politischer Fakt, dem Sie sich nicht verschließen können. Ich sage noch mal, über 70% der grünen Wähler wollen zumindest ein teilweises Verbot. Noch einmal, ich bin... dann frage ich Sie, wenn Sie das ignorieren. Sie sagen ja Sie immer, man darf... Sie wissen ja gar nicht, was Sie sagen. Doch, ich weiß nicht, was Sie sagen wollen. Wenn Sie anfangen zu sagen, noch einmal, dann weiß ich schon, ich habe es irgendwann schon gehört. Frau Roth, ist leider so. Schlechter Einstieg. Ist vielleicht ein schlechter Einstieg. Nur ein Gedanke. Wenn Sie darüber so weggehen und wenn Sie sagen, es gibt viel Schlimmeres, dass diese Gesellschaft wieder rechte Strömungen für gesellschaftsfähig hält, dass die AfD so hochkommt. Ist es verantwortliche Politik zu behaupten, dass Gesetze erlassen Haben Sie Interesse daran, meine Frage zu Ende zu hören? Haben Sie Interesse, eine Antwort von mir zu bekommen? Sie haben die Frage noch nicht gehört, dann können Sie die Antwort noch nicht kennen. Sie haben eine Frage schon mal gestellt. Wenn Sie über 70% ignorieren, spielen Sie dann nicht auch den in die Karten, wenn Sie sagen, okay, wenn selbst meine Parteivorsitzende, als Grünenwähler sind Sie nicht mehr, aber meine Parteiobere, das ablehnt, was eine Mehrheit der Grünen offenbar wollen, dann suche ich mir eben eine andere Partei, die meinen Willen umsetzt. Tragen nicht auch Sie mit einer solchen Haltung dazu bei? Ende der Frage. Nein, tun wir nicht, sondern ich sage, dass es darum geht, deutlich zu machen, was die Basis unseres Zusammenlebens, was der Kitt unseres Zusammenlebens meint. Und das ist für mich unser Grundgesetz. Moment, das ist für mich unser Grundgesetz und unsere Verfassung. Und das ist nicht eine Privatsache, die zu interpretieren und zu sagen, naja, jetzt sind 70% oder 80% haben die und die Meinung, sondern dafür zu werben, das ernst zu nehmen, was die Basis unseres Zusammenlebens ist. Ja, es gibt sicher Bereiche, auch beim Autofahren oder im Gericht, wo es keinen Sinn macht und wo es auch nicht möglich ist, eine Burka verschleiert zu tragen. Aber es gibt eben auch andere wichtige Werte, die uns zusammenbinden. Und das ist die Möglichkeit, selber zu entscheiden, solange ich niemand anderen damit verletze, wehtue oder sozusagen angreife. Und Sie können doch nicht ernsthaft behaupten, dass die Katar-Studentin sie in ihrer Freiheit beschränkt. Doch, das behaupte ich. Ja, das glaube ich, aber dann muss man das auch aushalten. Sie haben vorher gesagt, auf Hände schütteln. Hände schütteln anständig. Wenn wir jetzt alle hier so säßen den ganzen Tag. Hände schütteln und... Das ist doch nicht lustig, oder? Moment. Das ist doch nicht schön. Ich möchte gerne auf Frau Glöckner Sekunde, wenn hier schon Inszenierung stattfindet, dann auch richtig. Sie haben gerade mit Recht gesagt, sieht man wirklich noch die Augen, die hat man nicht gesehen. So Sie hätten Ihre Mütze... Bei einer Burka mit dem Gitter vor sieht man da nicht. Ja, aber die gibt es ja in Deutschland nicht. Naja, aber die könnte man ja auch tragen. Sie wollten Ihre schöne Mütze nicht opfern für zwei Schlitze. Wir können wunderbar miteinander reden, wir kommunizieren. Das ist doch immer noch meine Entscheidung. Sie müssen ja nicht mit mir reden. Mach ich auch nicht. Wir haben halt das Recht. Sammeln wir uns bitte wieder und hören Frau Roth zu. Sie findet es nicht, ich glaube, anständig haben Sie gesagt, was das Händeschütteln angeht. So. Jetzt gibt es aber auch orthodoxe Juden in unserem Land, die nicht mir die Hand schütteln. Deswegen, da fühle ich mich aber nicht angegriffen, sondern das hat auch etwas damit zu tun, dass es bei uns eine positive Religionsfreiheit gibt, übrigens anders als in Frankreich, und eine negative Religionsfreiheit, die ein hohes Gut ist. Also der orthodoxe Jude, der gibt mir nicht die Hand, deswegen beleidigt er mich aber nicht. Geben Sie mir aber die Chance, darauf zu antworten. Muslime, die wenn ich Herrn Friedmann gefragt habe. Die Muslime, die in Burkini zum Baden geht, die tut mir... Ja. Geben Sie uns doch auch die Chance, darauf zu antworten. Ich meine, ich verstehe Ihre Position. Sie hat noch Atem für einen halben Satz. Machen Sie fertig. Es gibt... Meine Herren. Das müssen Sie aushalten, ja, Frau Kirchner. Das nennt man Demokratie. Ja, auch wenn einer Es spricht. Gibt zum Beispiel eine Begrüßung, wo die Hand aufs Herz gelegt wird. Das ist eine Begrüßung und die hat einen hohen Wert und ist eine hohe Anerkennung. In Japan gibt man sich nicht die Hand. Das sind meiner Meinung nach nicht die Islamisten dort, sondern die verneigen sich. Darum geht es. So, jetzt haben wir, ja, in der Tat, ich habe es auch verstanden, bin ein bisschen langsamer als Frau Klöckner und möchte Herrn Friedmann fragen. Sie haben eben gesagt, es gibt eine positive Religionswahrnehmung, zum Beispiel. Freiheit.
Ja, Sie haben das auch auf Religion bezogen, dass wir dann sagen, ja, da, ja, Religionsfreiheit, da haben wir beim Judentum eine positive Wahrnehmung. Woher kommt das, stimmt das, was Frau Roth sagt? Erklären Sie es uns. Wir haben nach dem Grundgesetz die Neutralitätspflicht des Staates und wir haben eine sogenannte positive Religionsfreiheit zu gewähren. Das heißt, solange nicht Rechte anderer davon betroffen sind, können, sollen und dürfen Religionen ihre Riten leben, wie sie es für richtig halten. Nicht die Hand zu geben. So gesehen ist das auch das Thema mit der Hand. Ich bin sehr oft auch in Asien und in Japan ist es auch nicht üblich, sich die Hand zu geben oder sich drei Küsschen zu geben. Also vergessen wir mal den Islam einen Augenblick und denken wir auch darüber nach, dass es ja auch kulturelle Eigenschaften gibt, die in der Welt ganz unterschiedlich sind. Dort würden sich Menschen bedrängt fühlen, wenn man ihnen die Hand gibt. Wenn ich das in Japan respektieren kann, kann ich es hier nicht verteufeln. Aber, und dieses Aber kommt dann doch immer wieder zurück. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass viele Dinge damit zu tun haben, weil Sie das mit der Integration gesagt haben, dass in unserer Gesellschaft vieles passiert, was dem einen besonders auffällt, negativ oder positiv, und der anderen nicht. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit zweierlei Maßstab messen. Die meisten Deutschen, ich will das jetzt mal auch mal, weil das hier die ganze Zeit so diskutiert wird, die Muslime und Deutschen, die meisten deutschen Staatsbürger muslimischen Glaubens tragen weder Burkas, noch verweigern sie den Handschlag. Und ich finde, in so einem Zusammenhang muss man mal daran erinnern, weil wenn man das alles zuhört, denkt man, wir sind hier in Saudi-Arabien weit verfehlt. Ja. Frau Klöckner. Also ich glaube, was in so einer Debatte schon Sinn macht, ist auch zu differenzieren. Keiner will ein gesetzliches Gebot erlassen, dass jeder jedem die Hand geben muss. Davon ist überhaupt nicht die Rede, aber man kann eine Meinung haben. Wenn ich selbst erlebt habe, dass ein Imam mir ausrichten ließe, wenn wir uns jetzt gleich sehen, er gibt mir die Hand nicht weil er oder ich erkältet bin, sondern weil ich Frau bin. Also generisch einer Gruppe angehöre, eben Frau. Und da kann ich eine Meinung dazu haben, eine Haltung dazu haben. Ich fühle mich als Frau, und das ist mein Gefühl, darüber kann ich reden, fühle ich mich ausgegrenzt, weil ich Frau und anscheinend auch nicht würdig bin. Ich stimme Herrn Friedmann absolut zu. In anderen Ländern herrschen andere Regeln. Und wenn ich dort bin, dann passe ich mich diesen Regeln an. Und wir sind hier in Deutschland. Es wird keiner gezwungen, wenn er sich bedrängt fühlt, wenn er den Vollschleier ablegen soll. Und es geht um die Vollverschleierung, über die wir hier reden. Und noch einmal, das ist so manifest. Wir reden über Integrationspflichten, über Sanktionen, wer sich nicht integrieren will. Die Vollverschleierung ist die Manifestation der Desintegration. Und die Frau wird zum Werbeträger des politischen Islam. Und das wollen wir in Deutschland nicht haben. Herr Schumann, ganz kurz. Ich habe noch eins noch drauf. Es geht ja auch um Respekt. Um den Respekt. Ich auf einen jüdischen Friedhof und in eine Synagoge gehe, setze ich mir einen Hut auf. Wenn ich in die katholische Kirche gehe, setze ich ihn ab. Wenn ich in die Moschee gehe, ziehe ich mir die Schuhe aus und laufe auf Socken. Das ist mein Respekt, weil die dort Hausherr sind. Ich vermisse den Respekt vor unserer Gesellschaft, die so viel ermöglicht. Und dann zu sagen, nein, ich will da überhaupt nicht mitmachen. Ich respektiere euch nicht. Ihr könnt sagen und machen, was ihr wollt. Ich gucke euch gar nicht an. Mich gibt's jetzt draußen nicht. Und dieser eine Schritt des Respekts in die Gesellschaft, in der man von ihrer Bekleidung bis hin zum Minirock alles machen kann, das wäre ein sehr gutes Zeichen, sich wenigstens ein wenig hier ankommen zu fühlen. Zumal in den islamischen Gesellschaften ja überhaupt diese ganzen Freiheiten überhaupt nicht gelten. Da können Sie ja gar nichts machen, vom Bikini also, bis zum... Frau Hübsch, ganz kurz, dann sind nur Zuschauer dran. Ja, wir das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also ich glaube auch, dass das Fundament ist, dass wir uns respektvoll mit Rücksicht einander begegnen. Und ich glaube, wir hängen uns dabei viel zu sehr an Oberflächlichkeiten auf. Man kann das nicht oberflächlich? Ich finde mich nicht respektiert. Ja, weil da auch vielleicht ein Missverständnis unterliegt. Frau Klöckner hat eben... Frau Klöckner hat eben behauptet, der Imam hat ihr die Hand nicht gegeben und das würde sie abwerten als Frau. Aber das ist eben nicht so. Auch Frauen, auch ich habe ja ihnen zum Beispiel vorhin nicht die Hand gegeben, aber ich habe sie mit vollstem Respekt, freundlich, höflich begrüßt. Und ich glaube, darum geht es, dass wir einander signalisieren, Wertschätzung, wir wollen gemeinsam dazu beitragen, dass dieses Land vorankommt. Und jeder hat da vielleicht religiös bedingt auch eine andere Form, wie er einander begrüßt. Aber wenn wir uns an diesen Kleinigkeiten aufhängen, ja, das führt zu einer Spaltung der Gesellschaft. Also Vollverschleierung bringt unser Land nicht voran. Ja, da bin ich ja bei Ihnen. Ja? Man kann ja über den Niqab gerne streiten. Ich bin ja kein Fan. Ich bin ja kein Fan der Burka. Aber ich glaube eben nicht, dass wir diese Frauen dazu befähigen, sich zu integrieren, indem wir einfach so einen Frauen erlassen. Das interessiert mich gar nicht, ob ich diesen Kreis... Entschuldigung, Frau Hübsch. Darüber reden. Liebe Mitdiskutanten, diesen Kreis haben wir eben schon geschlossen. Ich bin jetzt sehr interessiert
an Zuschauermeinungen zum Thema. Ich nehme an, die musstest du nicht einzeln suchen. Nein, ich musste sie nicht einzeln suchen. Und ich möchte eigentlich da direkt anschließen, einfach an die Frage, wie wollen wir uns in dieser Gesellschaft begegnen? Mit wie viel Toleranz, mit wie viel Respekt? Was ertragen wir und was tolerieren wir gar nicht? Ich habe jetzt einfach zwei Meinungen ausgesucht, die sich widersprechen. Die sind aber noch sehr moderat im Ton, beide bei Twitter. Und ich beginne mit unserem Zuschauer Holger Ditombe. Und der schreibt, ich möchte in einer offenen Gesellschaft meinem Gegenüber ins Gesicht schauen. Auch das haben wir ja diskutiert. Da kommt eine ganz andere Meinung von Tanja Wienke und sie hat getwittert, ich sehe täglich Frauen mit Burkas und so weiter, das gehört in Dortmund dazu. Ich akzeptiere. Ah, warte mal, ist mir gerade was eingefallen. Nicht nur in Dortmund, ich möchte Ihnen gerade was zeigen, Frau Roth, Sie kommen ja aus Bayern. Schauen Sie sich das bitte mal an, wo habe ich es denn? Das werden Sie im Hacker-Diskussion in München. Der Maler hat die Wände neu bemalt und hat gesagt, gehört zum Alltag in Dortmund, da muss man mit leben. Sogar auf dem Heiligen Oktoberfest im Hackerzelt werden Sie, ich zeige es gerade noch mal, wenn es die Regie wegnimmt, da bin ich jetzt eigen. Guckt euch das mal an. Ja, was sagen Sie, Frau Roth? Ja, er beschreibt, es soll eine Szene sein aus München. Ja. Und das ist Realität in München, dass viele Gäste sind. Können Sie sich das am Weinfest auch vorstellen? Dass viele Gäste aus der ganzen Welt da sind. Und er wollte eben zeigen, dass München eine gastfreundliche Stadt ist. Noch einmal, er sagt ja nicht, dass man in dieses Bierzelt als Frau nur mit Burka reinkommt. Frau Klöckner, würden Sie sich das bei einem Weinfest, entschuldigen Sie das Klischee, aber Rheinland-Pfalz ist jetzt... Ja, also wir sind das größte Weinanbaugebiet eben, mit sechs Anbaugebieten. Können Sie sich das vorstellen? Also Weinfeste sind sehr gesellig und Geselligkeit heißt, dass ich weiß, wer mir gegenüber ist. Und ich glaube kaum, dass es Niqab-Trägerin dahin zieht und ich glaube auch kaum, dass ihre Männer es ihnen zulassen. Und da sind wir in Rheinland-Pfalz einen Schritt weiter. Frau Hübsch. Das ist, glaube ich, wirklich ein großes... Ich habe gerade Frau Hübsch gefallen, haben Sie vielleicht nicht genau mitgekriegt. Gehen Sie zum Oktoberfest? Können Sie sich das vorstellen, Frau Hübsch? Ich habe gehört, da wird so viel getrunken und so viel gekracht. Und so. Super. Okay, nee, also weißt du, was mich nervt, dass Sie es den Frauen unterstellen? Die Männer würden es ihnen nicht erlauben. Vielleicht haben die auch einen eigenen Kopf und eine eigene irgendwie Entscheidungsbefugnis, da irgendwie sich hinzubewegen, wohin sie wollen. Also das ist schon sehr bevormundend. Ich habe selbst mal eine Frau getroffen, die, wenn ich das sagen darf, ich habe im Frauenhaus, und ich habe diese Geschichte bisher sehr selten erzählt, ich habe eine Frau getroffen im Frauenhaus, die den Schleier abgelegt hat und deshalb ins Frauenhaus gegangen ist. Und diese Frau hat mich sehr inständig angeschaut und gesagt, fallt uns aufgeklärten Muslimas bitte nicht in den Rücken. Und so etwas ist so prägend. Und wenn wir bei 20 Niqab-Trägerinnen nur zwei Frauen haben, die gezwungen werden, dann bin ich gerne deren Anwältin. Okay, dann machen wir hier einen Punkt und Brigitte macht bitte weiter. Danke. Genau, und ich werde im Ton jetzt auch etwas schärfer, etwas konfrontativer. Das tun unsere Zuschauer natürlich auch. Sie sind nicht nur nett im Ton. Karl-Heinz Gellner schreibt, Burka und Niqab haben in Deutschlands Öffentlichkeit nichts verloren. Wem das nicht passt, soll dorthin gehen, wo es normal ist. Und Sandra Bartels schreibt in unserem Gästebuch, ich möchte als Bio-Deutsche nicht von irgendwelchen Religionen als Hure bezeichnet werden, weil ich mich nicht verhülle. Mittelalterliche Vorstellungen und Lebensweisen gehören nicht in dieses Land. Ja, und Matthias Schilfrock vielleicht noch aus diesem Meinungslager. Eine Religion, die ihre Frauen in einen Sack steckt und ihnen das Gesicht nimmt, einfach verrückt. Das passt schon nicht zu Artikel 1 des Grundgesetzes, das gehört verboten, also die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir haben natürlich auch die andere Meinung bei uns, unseren Zuschauern, und Brigitte Helsbar schreibt im Gästebuch, den Frauen die Burka und die Schleier zu verbieten, bedeutet, sie zu entblößen und zu ängstigen. Aber wie immer suchen wir uns die Schwächsten heraus, um in unserer Unsicherheit um uns zu schlagen. Ist ein Verbot angemessen? Die meisten Zuschauer, die sich gegen die Burka aussprechen, sagen, die sich für die Burka aussprechen, sagen eigentlich nein. Christian Schluck schreibt bei Facebook, ich bin für ein Kleidungsverbot. Ob mit Kapuze, Sonnenbrille und Schal oder in viel zu kleiner Badehose. Es tut nichts zur Sache, ob es gefällt oder wie gut oder schlecht ich jemanden erkenne. Ich möchte in einem Land leben, in dem man die Freiheit hat, zu tragen, was man will. Danke, Brigitte, für diesen Überblick. Vielen Dank. Danke an unsere Zuschauer. Einige Mails habe ich so verstanden, dass sie sagen, eben die Schreiber, die Grenze des Tolerierbaren ist erreicht. Und da gilt die Burka eben als Symbol, da soll dann ein Gesetz her. Schauen Sie mal, was wir in Deutschland, ist eben schon kurz angesprochen worden, was wir in Deutschland alles tolerieren. Die meisten oder einige werden es nicht gut finden, aber in jedem Fall gibt es dagegen kein Gesetz. Es passiert. Schwule Männer feiern halbnackt auf dem Christopher Street Day. Der Herr mit implantierten Teufelshörnern liebt Piercings. Diese Swinger und Fetischisten feiern bei einer Sado-Maso-Bootstour in Konstanz. Auf Gassi gehen mit Gasmaske, darauf steht diese Frau aus Castrop-Rauxel.
Und in Berlin lässt sich ein Arzt von einer Frau im Pferdekostüm erregt. Das alles tolerieren wir. Frau Klöckner, können wir stolz sein auf so viel Toleranz? Denken Sie dann, Sie sind in der CDU. Wofür Sie antworten? Erstmal bin ich ein freier Mensch und nicht nur Mitglied einer Partei. Ich kann mir vorstellen, und das hat mir ein Polizist mal erzählt, dass sie solche Leute auch anhalten, wenn sie wissen wollen, wie die Identität eben auch ist. Und zum Beispiel hat der Jäger aus NRW, der Innenminister, das verglichen mit Karneval und dass man dann den Nikolaus zum Beispiel auch verbieten müsste. Und da sieht man, wie unernsthaft diese Debatte geführt wird. Hier geht es nicht um ein bisschen Spaß haben und ein bisschen skurril sein. Hier geht es um eine mittelalterlich, ja fast antiquierte Sichtweise, dass just Frauen sich verhüllen müssen, weil sie Frauen sind. Und mir geht es um die Frage der Integration. Und deshalb einfach runtergebrochen noch einmal. Der Staat sagt, was für ihn wichtig ist. Die Bürger sagen und der Gesetzgeber, was für ihn wichtig ist. Und klar geht es um Signale, Frau Roth. Und dieses Signal soll auch in die Welt gesandt werden. Wir sind ein offenes Land. Wir sind ein tolerantes Land, aber wir tolerieren nicht intolerante Menschenbilder, die gegen unser Grundgesetz, gegen den ersten Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, verstoßen. Und da bleibe ich dabei. Also ganz wichtig. Lassen Sie mich diese Seite noch mal auch mit einer Gegenfrage kommen von Ihnen, Herr Schümer. Was Sie gerade gesehen haben, das sind alles Beispiele von Menschen, die auf absurde Weise nichts mit der Art zu tun haben, wie die meisten Menschen in diesem Land leben. Herr Friedmann hat es ja eben angesprochen und gesagt, wir reden über die Burka, aber wir sind kein islamistisches Land oder wir sind kein Islamland. Aber wir haben hier Menschen gesehen, die auch weit außerhalb dessen stehen, was Menschen normalerweise so leben. Aber wir ertragen das. Die Gasmaske beim Gassi gehen. Wird es auch nicht so häufig geben, wird in der Zeitung darüber berichtet, schüttelt man den Kopf drüber und gut ist. Muss man denselben Maßstab nicht auch an die Burka anlegen? Sie sehen da auch, Sie drehen sich mal um, da sehen Sie auch kein Gesicht. Oder wenn, ist es so getarnt, dass man damit auch nicht viel anfangen kann, außer dass man sich vielleicht erschreckt, wenn ich gerade an das Teufelchen denke hinter Ihnen. Also ich finde, man sollte denselben Maßstab anlegen mit den Ausnahmen, die in unserer Gesellschaft gelten, wie Karneval. Motorradfahrer setzt sich aus Sicherheitsgründen was auf, wenn jemand einen Unfall hat und ist verpflastert oder hat eine Hautkrankheit. Das sind ja Ausnahmen, die sich genau gesetzlich regeln lassen. Wir können auch nur nach Frankreich zu schauen, wo das Burgerverbot gilt. Das Land ist ja nicht rechtsstaatlich zusammengebrochen. Deswegen, da haben wir übrigens fast alle diese Prinzipien der Freiheit her. Und wenn jetzt jemand meint, ich laufe immer mit der Gasmaske rum und der käme bei mir irgendwo hin, ins Café oder in ein Restaurant, es gäbe ein Burgerverbot, ein Verhüllungsverbot, so muss man es dann ja wohl überreligiös nennen, dann würde ich genauso darauf bestehen, dass er die Gasmaske absetzt, weil es mir schlecht wird, wie ich eben darauf bestehen würde, den Niqab ablegen zu lassen. Mir geht es immer darum, die ganzen Fragen, was bewegt die Leute, was steht dahinter, Religion, Unterdrückung, Frauenbefreiung oder auch nicht, das ist mir ganz wurscht. Ich will nur wissen, meine Standards von Zivilisation müssen gewahrt bleiben. Und wenn die geschändet werden durch andere Vermummungen, dann muss es dann eben auch aufhören. Eines verstehe ich nicht. Darf ich Sie was fragen? Wenn es tatsächlich ist, unterstelle ich mal, es geht wirklich um die Befreiung. Sie haben vorher gesagt, wir wollen befreien. Es geht darum, die Frauen von patriarchaler Unterdrückung. Nein, doch, da geht's mir gar nicht. Darf ich meine Frage stellen? So, wenn es darum geht, um die Befreiung von Frauen, die unter Druck gezwungen werden, etwas zu tun. Wenn das so ist, warum sagt dann zum Beispiel die CSU oder auch Teile der CDU, die Frauen, die sich da nicht dran halten, die den Schleier oder die Burka oder die Niqab nicht ablehnen, die müssen dann das Land verlassen, die soll dann woanders hingehen. Warum ist dann der Schutz oder die Hilfe oder die Unterstützung der Frauen nicht so wichtig, dass man ihnen hier hilft, sondern dass man sagt, dann gehen sie halt einfach weg? Oder warum werden Länder, in denen Frauenrechte systematisch verletzt werden, Frau Klöckner, systematisch verletzt werden, dann plötzlich aus innenpolitischem Interesse als sichere Länder erklärt? Ich habe mich vor kurzem in Frau Roth, entschuldigen Sie, lassen Sie uns Flüchtlingsdebatten sind wichtig und gut. Lassen Sie uns jetzt Es geht um eine Frauendebatte. Ich habe mich mit Frauenorganisationen in Marokko getroffen und habe sie gefragt,
Sind Sie sicher in Ihrem Land als Frau? Das ist ja Ihr Ansatz. Frauen helfen. Das will ich auch. Dann haben die gesagt, mitnichten sind wir sicher. Warum kann man dann aber so doppelbödig sein, hier zu sagen, es geht nur um die Rechte der Frauen, aber gleichzeitig, wenn es um was anderes geht, Frauenrechte ignorieren und mit Füßen zu treten. Sie dürfen sich aussuchen. Entschuldigung, Frau Hübsch, Entschuldigung. Ja, ich fasse Sie da einfach, die Diskussion funktioniert so. Ich halte die Auswahl von Leuten, die das nicht ablehnen, natürlich für völligen Mumpitz. Wer hier geboren ist, wo soll man den denn hin ausweisen? Das ist eine Ordnungswidrigkeit, wie wenn ich andere Dinge mache, wie wenn ich irgendwie an die Wand pinkel oder was mache. Dann, wenn das gesetzlich gefasst wird, kann man dann sagen, bitte nehmen Sie es ab. Ich rufe die Polizei nimmt, lässt es abnehmen und dann, wenn Sie es nicht machen, werden Sie auf die Wache geführt. Das muss ja nicht aus dem Lande gewesen sein. Wir haben ja auch das Recht darauf, anders zu sein. Wir haben das Recht darauf, Freak zu sein und wir haben das Recht darauf, uns nicht an die Mehrheitsmoral halten zu müssen. Ja. Und wenn jetzt hier mit der Würde der Frau argumentiert wird, das ist ein ganz zentraler Punkt. Das Würderecht des Einzelnen ist ein Abwehrrecht des Bürgers vor dem Staat. Es gibt auch die Würde des Gegenübers. Ja, die Menschenwürde muss der Staat achten, aber der Staat kann dem Einzelnen nicht vorschreiben, wie ein würdevolles Leben auszusehen hat, weil dann müssen sie Alkoholiker verbieten, sie müssen Prostitution verbieten. Nein, dafür gibt es Regeln fürs Zusammenleben. Es gibt Regeln fürs Zusammenleben. Das ist unser Grundgesetz und in unserem Grundgesetz ist das Selbstbestimmungsrecht und die Religionsfreiheit verankert. Darf ich an dieser Stelle, Frau Hübsch? Freiheit auf Freiheit Sie kommen ja auch immer so gerne auch mit dem Gleichheitsgebot. Es gibt aber keinen staatlichen Erziehungsauftrag. Verstehen Sie? Sie können zu Hause machen, was Sie wollen. Genau. Sie können sich dreimal verhüllen. Aber wenn Sie auf die Straße gehen, spielen andere Menschen auch eine Rolle. Und das ist toll. Das haben wir jetzt ausreichend, Frau Hübsch, Frau Klöckner. Das haben wir diskutiert, was Toleranz bedeutet. Die ist nämlich keine Einbahnstraße. Und wir haben jetzt eine leidenschaftliche Diskussion geführt und haben viel gesprochen über Frauen, die Burka tragen. Wir haben eine Frau hier, die möchte ich Ihnen gleich vorstellen. Ich gehe gleich zu ihr hin, aber lernen Sie erst mal hier im Film kennen. Monika B. Monika B. ist vor mehr als 7 Jahren zum Islam konvertiert. Wenn sie in ihrer Wohnung ist, trägt sie meistens einen Hijab-Schleier, der nur ihre Haare bedeckt. Monika B. möchte ihren vollen Namen nicht nennen, nicht erkannt werden, um ihre Familie zu schützen. Denn wenn die Muslima ihre Wohnung verlässt, dann trägt sie einen Vollschleier, einen Niqab, der nur ihre Augen freilässt. Und das ist für viele Menschen nur schwer zu ertragen. In den Straßen ihrer Stadt fällt Monika B. auf. Immer wieder erstarrt ein Blick. Und immer wieder muss sie sich auf Diskussionen einlassen. Viele lehnen ihren Niqab ab und kritisieren sie. In der jetzigen Situation ist es provozierend. Da muss man sich nichts vormachen, ist so. Was provoziere ich denn? Sie provozieren, sie proklamieren einen Islam, der ein ganz bestimmtes Rollenbild zwischen Mann und Frau festschreibt, der unser westliches Weltbild ablehnt. Und zwar in seiner Gesamtheit. Das stimmt überhaupt nicht. Eine Trennung von Religion und Staat. Gar nicht. Dafür stehen Sie beispielhaft in dieser Kluft da. Und jetzt steht sie hier. Ich nenne Sie Frau B., wenn Sie einverstanden sind, auf Ihren Wunsch hin. Sie waren da ja mit unserem Team unterwegs. Und das war ja ein sympathischer Diskutant. Wenn Sie alleine unterwegs sind, also wenn nicht eine Kamera neben Ihnen geht, werden Sie dann genauso angesprochen? Inzwischen schon, ja. Also die Situation hat sich das letzte halbe Jahr, sage ich jetzt mal, hat sich extrem zugespitzt. Ja, es ist sehr viel Angst da. Ja, also es ist praktisch ein Triggerfaktor geworden. Zack, das Großhirn ist ausgeschaltet und es geht nur mehr über die Angst- und Aggressionsschiene. Wenn Sie sagen Angst, Sie haben das in der Diskussion ja gehört, können Sie verstehen? Natürlich kann ich das verstehen. Ich sage Ihnen, ich stehe zum ersten Mal einer Niqab-Trägerin gegenüber und ich finde es auch unheimlich. Also jetzt hier auf dieser Nähe. Kann ich verstehen, ja. Also müssen Sie doch erstmal mit einem Sympathiebonus jemanden gegenübertreten, der Sie anspricht und sagt, ich möchte in meiner Umwelt, wo ich mich aufhalte, möchte ich eigentlich angstfrei umhergehen können. Das war bis vor kurzem eben nicht so. Also ich trage ja schon seit 7 Jahren praktisch Niqab. Anfangs habe ich es eigentlich nur getragen. Das war meine erste Intention. Ich bin konvertiert, habe mich dann Step by Step angezogen mit Hijab. Und das wurde dann eben so, wie ich es für richtig hielt. Und dann hat man mich als Europäerin erkannt, an meinem Dialekt. Und ich bin einfach von hier. Und das Thema war dann das, die Leute haben mich als Landesverräterin, du bist zum Feind gewechselt, bezeichnet.
Ja, das war das Hauptproblem. Ich bin zum Feind gewechselt, ich habe praktisch unsere Kultur verlassen. Wir haben doch den christlichen Glauben. Wieso musst du da zu denen wechseln, da unten? Das war sowas Diffuses. Und durch den Niqab hat mich dann keiner mehr als Europäerin direkt erkannt, vordergründig. Das war mal der erste Schutz. Ja. Mhm. Und auch in der Interaktion mit dem anderen Geschlecht, das ist so, ich bin 40 Jahre in Europa sozialisiert, ja. Ich hatte immer mit Männern zu tun, auf jeder Ebene, auch beruflich. Und das ist schon ein bisschen ein Widerspruch zu der islamischen Ethik. Wie soll ich sagen? Lassen Sie erst mal bei Ihrem Männerbild bleiben, weil Sie sagen, Sie hatten immer mit Männern zu tun. Ja, das finde ich gut. Also ja, aber offenbar hat Ihnen etwas nicht gepasst, wie Männer mit Ihnen umgegangen sind. Gar nicht. Gar nicht. Es passt nicht zum islamischen, zu der islamischen Ethik praktisch, dass man einfach mit Männern so, ich sage jetzt mal, lockeren Umgang hat, wie es soll ein neutralerer Umgang sein, ja, mit Männern, mit denen man nicht verwandt ist, ja, die nicht der Ehemann sind oder der Bruder oder sonstiges, es soll einfach ein neutralerer Umgang sein. Ja. Haben Sie sich eigentlich schon mal überlegt, vielleicht ist es der jetzigen Situation geschuldet, aber dass Sie eigentlich unbehelligter durchs Leben gehen könnten, wenn Sie nicht verschleiert wären mittlerweile. Ja, dass Sie jetzt eben zu einem, wir haben es im Film gesagt, Triggerpunkt werden oder Leute Sie anstarren. Und deshalb bin ich jetzt eigentlich zur Teilzeit-Niqab-Trägerin geworden. Was ist sobald das? Ich in die Straßenbahn einstehe und die Leute erstarren und denke, ich mache das Ding rauf, ganz praktisch. Ja? Und fühlen sich dabei wie? Normal, würde ich jetzt sagen. Ja. Ich bin jetzt 7 Jahre konvertiert. Ich habe das praktisch verinnerlicht. Erst muss man sich mal, ich sage jetzt mal, in der Religion zurechtfinden, sich selbst finden, wo sind die Grenzen, andere Gewohnheiten sich aneignen praktisch. Ja. Sie sind konvertiert, haben Sie zweimal gesagt. Das liegt nahe, dann zu fragen, wenn man eine Religion spät für sich entdeckt. Ja. Sie waren vorher katholisch oder evangelisch? Ja, genau. Katholisch, wenn man also den Islam spät für sich entdeckt, man sagt, das konvertierten ja oft nach, will man dann besonders deutlich zeigen, dass man die Seiten gewechselt hat. Ist das auch ein Zeigetrieb? Nein, nicht wirklich. Es ist so, die Grenzen verschwimmen sonst so. Ja? Man fällt immer wieder in alte Muster zurück. Ja? Man ist ja 40 Jahre, hat man völlig anders gelebt und man muss sich erstmal viel klarer definieren und kann dann wieder zurückgehen. Ja? Wenn man Verhaltensweisen umgestellt hat, wenn man eine gewisse Selbstverständlichkeit reingebracht hat, sage ich jetzt mal. Sie sind mit einem muslimischen Mann verheiratet, ja, genau. In zweiter Ehe. Findet er es gut, dass Sie Niqab tragen? Nein, überhaupt nicht. Das erschüttert Sie aber nicht in Ihrem Tun? Nein, weil ich das, meine Selbstbestimmtheit. Ja, ich höre mir das an und also wenn mein Mann mich jetzt zwingen würde... Ihr Mann ist gläubiger Moslem? Ja, praktizierender Moslem, ja. Ja, was findet ihr nicht gut daran, dass Sie Niqab tragen? Ja, dass ich jetzt zur Zielscheibe werde, ja. Also ich trage sie ja in Marokko oder sonstiges, aber hier, ich werde jetzt zur Zielscheibe, das habe ich jetzt wirklich deutlich gemerkt, auch heute in Köln am Bahnhof bei der Begrüßung. Ja, ich bin plötzlich du. Ich bin nur mehr du und dich brauchen wir hier nicht. Und das haben Sie heute gehört hier bei der Ankunft. Ja, genau. Also das ist sofort. Es ist ein Aggressionspotenzial da. Und eigentlich, ich sehe Niqab nicht als Pflicht. Ja? Es hat für mich die Religionsfindung, sage ich jetzt mal, erleichtert. Im sozialen Umgang und auch die Grenzen besser definiert. Aber ich sehe es nicht als Pflicht. Insofern ist es jetzt für mich eigentlich, islamisch gesehen, eine Verpflichtung, Niqab eher abzulegen oder eben hoch zu machen, dass ich Menschen nicht Angst mache. Mhm. Ja? Sie nehmen einiges auf sich im praktischen Leben. Wie groß war denn der Leidensdruck? Ich möchte noch mal nachforschen, dass Sie, ich sage jetzt mal eine ganz banale Frage, Sie können mir nicht erzählen, dass das bequem ist. Wir haben einen Spätsommer, 30 Grad. Sie können mir nicht sagen, dass es praktisch ist, im Restaurant rumzulaufen oder liege ich da völlig falsch? Wissen Sie, wenn ich ins Restaurant gehe, mache ich original so, dann esse ich und dann mache ich original wieder runter. Auch zum Beispiel, wenn ich jetzt mit jemandem, wie die Diskussion war, mit jemandem jetzt zusammenstehen würde, ob das jetzt Mann oder Frau ist, wenn ich ganz normal rede, mache ich das rauf.
Frau Hübsch lächelt gerade, schmunzelt. Ja, warum? Ich sehe das sehr pragmatisch. Weil das so super pragmatisch ist. Ich finde einfach, dass diese Frau all diese Projektionen und Unterstellungen, die die Gabträgerin so vor die Nase geknallt werden, mit so einer Nonchalance, also so charmant entkräftet. Ja? Sie ist Österreicherin. Ja, kein Wunder. Also ich kann mir das vorstellen, aber ich meine, Kommunikation geht ja auch über Gestik, über Stimmlage und Sonstiges. Ja? Frau Klöckner, Sie sehen so aus, als wenn Sie eine Frage hätten. Ich habe ganz viele Fragen. Stellen Sie sie. Nein, erstens, Frau Hübsch sagt gerade, dass sie all das, was den Frauen an den Kopf geknallt wird, jetzt entkräftet. Sie ist eine Person. Nein. Sie ist nicht. Entschuldigung, doch, ist halt Diskussion kommt später, weil das ist ein Akt der Höflichkeit. An sie, okay. Ja, deshalb ist meine Frage an Sie: Sind Ihnen denn schon andere Niqab-Trägerinnen, oder ich spreche es nicht so richtig aus, wie Sie es tun, aber voll verschleierte Frauen begegnet, die aber nicht so einen pragmatischen Umgang wie Sie haben? Also die eben, ich finde das auch, muss ich sagen, sehr gelassen, wie Sie sagen, dass Sie es dann hochklappen. Und ich habe die zweite Frage, die mich noch mehr umtreibt. Dieses Männer- und Frauenbild. Ein Mann warum glauben Sie, dass es anständiger wäre, einem Mann gegenüber? Ich meine, man unterstellt ja den Männern, dass sie durch die Reize der Frau irgendwie sich sonst nicht im Griff hätten. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist eben der Fehler in der ganzen Diskussion. Warum Männer und Frauen sind gleichwertig, aber unterschiedlich. Aber warum verhüllt sich ein Mann nicht? Der könnte das ja dann auch tun, dann wäre es auch ein bisschen wärmer. Also die Männer, die integrieren sich sehr schnell mit Bermudas, Flipflops und alles. Aber manchmal ästhetischer, einige hätten die Karte. Also das wundert mich hier. Also der größte Unterschied zwischen Mann und Frau liegt ja im Gehirn. Das ist ja so. Ja? Echt? Ja, das ist erwiesen. Entschuldigung. Der größte Unterschied und die visuelle Wahrnehmung eines Mannes ist eigentlich völlig eine andere als die einer Frau. Ja? Und Fakt ist, dass 90% aller Prostituierten Frauen sind. Naja, aber ich sehe auch gerne. Wenn Sie jetzt im Lokal sitzen und Sie haben jetzt einen netten Kellner, sage ich jetzt mal, auf Österreich. Darf ich mal dazwischen gehen als Mann, weil ich bin gegen Sexismus, auch gegen Männer, und deswegen unterbinde ich hier diese Diskussion, ist tatsächlich nicht ernst gemeint. Ich möchte Sie ernsthaft noch mal fragen, wenn Sie Frau Klöckner gehört haben, wenn Sie Teile der CSU gehört haben, wenn Sie die AfD gehört haben, wird da ein Burka-Verbot angestrebt. Nehmen wir mal an, das käme. Sie sind Österreicher, leben aber in Deutschland. Was würden Sie tun? Würden Sie diesem Land den Rücken kehren? Sie haben auch schon mal in Kairo gelebt, würden Sie nach Kairo zurückgehen? In dem Fall jetzt nicht, weil ich einfach jetzt hier meine Familie habe und Sonstiges. Wie gesagt, ich sehe es nicht als Pflicht, wenn es dieses Verbot kommt. Ich werde das abnehmen, das ist ganz klar. Ja? Aber frei fühle ich mich dann nicht mehr. Ich finde, diese Gesellschaft ist so, es geht in Richtung Diktatur. Also wir entwickeln uns rückwärts. Wir entwickeln uns dementsprechend rückwärts. Also eine Diktatur ist schon was anderes. Wir entwickeln uns Richtung Saudi-Arabien oder was? Wir entwickeln uns rückwärts in unserer Einstellung und Sonstiges. Die ganze Pluralität, alles geht verloren. Frau B., herzlichen Dank dafür, dass Sie erzählt haben, und danke auch für Ihre Meinung. Gerne. Danke. Alles Gute. Was haben Sie gedacht, Herr Friedmann? Ich finde, dass wir keine Diktatur sind, sie uns nicht dahin entwickeln. Ich finde, dass es ein Beweis ist, dass wir keine sind, weil wir darüber diskutieren. Und über das Ob muss man diskutieren können. Bei einigen würde ich mir von allen Seiten wünschen, dass sie über das Wie ein bisschen nachdenken. Weil es hat denn schon auch wiederum Konsequenzen, wie Menschen miteinander leben, wenn man über das, was sie tun, in einer ganz bestimmten Art und Weise die Emotionen noch mehr anheizt. Wir reden ja auch von etwas, was man früher, so in den 50er, 60er Jahren, als die guten Sitten besprochen hat. Wir reden darüber, dass Menschen sich mittlerweile aufregen bei einem Burkini. Andererseits erinnere ich mich, wie man sich aufgeregt hat, als der Einteiler der Badeanzug durch ein Bikini ersetzt wurde. Bei allem Engagement aller Beteiligten muss man doch auch wissen, in welcher Zeit wir miteinander über diese Themen reden. Und diese Zeit in der Bundesrepublik Deutschland und in ganz Europa sind von vielen Seiten aufgeheizt. Und man muss sich schon Gedanken machen, ob man nicht die falsche Seite salonfähig macht, indem man ganz bestimmte Vorurteilsbilder noch einmal verstärkt. Aber es bleibt dabei. Sie sprechen in Metaphern. Man muss aufpassen, wenn man zwischen Teilen von CSU-Bemerkungen, wenn man nicht wüsste, dass es die CSU-Bemerkung ist, nicht auch glauben würde, es wäre die AfD. Haben Sie oder die französischen Sozialisten.
Sozialist. Macht es nicht besser. Es geht nicht. Ich sehe es doch in Paris und in Frankreich. Ich komme von dort. Seit diese Burkini-Debatte war, ist es ja auch ein Kleidungsstück. Die Hilflosigkeit über ein Kleidungsstück, eine grundsätzliche rechtliche Debatte zu führen, ist schwierig. Bei der Gesichtsverhüllung, ich habe es gesagt, ich sage es noch einmal, ich möchte Sie wiedererkennen, ohne dass ich Ihre Stimme höre. Ich möchte wissen, mit wem ich spreche. Und es ist mir wirklich egal, ob man sich verhüllt aus politischen oder religiösen Gründen. Und wer das mit mir so nicht lebt, mit dem komme ich nicht in Kontakt. Das finde ich sehr schade. Ich würde gerne mit Ihnen diskutieren, aber ich möchte gerne Ihr Gesicht sehen. Mehr will ich nicht gesagt haben. Und Herr de Maizière, der Innenminister, hat ja einen Grund, warum er gesagt hat, nicht alles, was ich nicht mag, kann man verbieten. Wenn Sie wir aber wenigstens eben offen reden können, Herr, dass wir es nicht mögen, ist das ja schon mal ein Anfang. Sie haben es eben, Entschuldigung, Frau Roth, lassen wir ganz kurz, Sie haben es eben angesprochen, ich zeige das Bild gerne nochmal. Wie geht man um mit einem Niqab-Verbot oder in diesem Fall mit Situation, weil die Polizisten sich offenbar ermuntert sahen oder gezwungen sahen, auf die Frau zuzugehen und zu sagen, wir haben hier ein Burkini-Verbot. Das in Nizza, der Stadt dieses schrecklichen Terroranschlags mit über 80 Toten. Ist das sozusagen die Erklärung oder zeigt das nur die Absurdität eines Burkini-Verbots? Ganz, ganz deutlich, es ist schon noch ein Unterschied. Also an einem offenen Strand jetzt Kleidervorschriften zu machen, mir geht es nicht ums Gesicht. Mhm. Beim Gesicht wäre ich auch wieder, das ist qualitativ etwas anderes. Aber wenn jemand einen Neoprenanzug anhat, unterscheidet er sich kaum von jemand, der einen Burkini trägt, wenngleich ich immer noch ein beklemmendes Gefühl habe, warum just die Frau sich aus Scham bedeckt. Aber was Herr Friedmann eben sagte, dass man nicht die Falschen salonfähig macht. Herr Friedmann, ich will aber auch nicht einen fundamentalistischen, extremistischen Islam hier salonfähig machen. Einig. Und wer hier voll verschleiert in Deutschland sich bewegt, der wirbt für einen fundamentalistischen Islam. Und denen will ich aber auch nicht die Bühne hier bieten in Deutschland. Der springende Punkt ist, Frau Klöckner, der springende Punkt ist, dass wir freiheitliche Werte nicht verteidigen, indem wir denjenigen ähnlicher werden, die sie angreifen. Doch. Die Menschen in Nizza, aber das ist paradox. Verteidigen muss man schon. Man muss seine Lebensweise verteidigen. Ich bin überzeugt von freiem Land. Man muss sie verteidigen, aber nicht dadurch, dass man den Leuten ähnlich wird, die sie angreifen. In Nizza aber Toleranz gegenüber Intoleranz wird nicht zu mehr Toleranz. Frau Klöckner, in Nizza versucht man sich zu wehren. Ja? Und diese Bilder sind durch die ganze Welt gegangen. Was für eine Signalwirkung hatten die? Es ist doch ein Armutszeugnis, dass man den Terrorismus bekämpfen möchte, indem man nicht, also dann müssen sie Leuten, den Männern die Anzüge verbieten und nicht die Frauen, die Burkinis, die irgendwo am Strand. Das zum Thema Nizza. Und ich möchte gerne. Frau Roth, Sie haben das Schlusswort. Herzlichen Glückwunsch, aber noch nicht ganz, Herr Schümer. Kleine Antwort. Ganz kurz, kurze Antwort. Die französische Philosophin Elisabeth Badinter hat gesagt, wir sind durch dieses Attentat als Franzosen völlig an den Rand getrieben worden unserer Nerven. Und das ist eben eine Überreaktion. Ja. Wir sind übernervös und wir wollen dieses Symbol an dem Strand eine Zeit lang nicht sehen. Das ist für mich aber rechtlich überhaupt nicht durchsetzbar. Okay, aber gehen Sie doch auch mal auf deren Befindlichkeit ein. 300 Tote. Das Thema heute ist ja die offene Gesellschaft. Und es wird ja oft gesagt, ja, wenn im Iran oder in Saudi-Arabien Frauen gezwungen werden, Kleider zu tragen, dann kämpfe ich sehr dafür, dass diese Frauen nicht unter diesen Zwang kommen. Naja. Aber wir sind eben eine freie Gesellschaft und das unterscheidet uns im Kern vom Iran, von Saudi-Arabien, von Katar, dass es bei uns diese Freiheitsrechte gibt. Und deswegen bekämpfen wir Zwang, aber nicht mit Verboten, die in der Tat Freiheitsrechte bei uns einschränken würden, die mir auch sehr wichtig und sehr heilig sind. Und mit Verlaub, es gibt auch keinen Zwang zur Kommunikation. Was ist das prägende? Außer hier. Am Schlusswort? Es ist Schluss. Vielen Dank für Ihr engagiertes Mitgehen hier. Sie waren uns ein interessiertes Publikum. Dankeschön. Ja, Sie dürfen sich ruhig auch für sich selbst klatschen. Das springt überhaupt nichts gegen. Und in der Hitze der Diskussion hätte ich beinahe vergessen, das liegt daran, dass Frau Roth das Schlusswort hatte. Da kann man sich das leicht merken. Sind Sie eigentlich verwandt mit Thomas Roth? Irgendwo, ja, im Geiste. Im Geiste. Interessant. Machen Sie was draus, Herr Roth. Ja, auf jeden Fall. Was ist Ihr Tagesthema heute?
Ja, Frank, obwohl Deutschland momentan wirtschaftlich wirklich gut dasteht, leben in Deutschland eben immer mehr Kinder in Armut. Wir blicken darauf, warum ist das so und wie kann man das ändern? Gleich in den Tagesthemen. Gutes Thema, sagt Claudia Roth zu Thomas Roth. Also, vielen Dank. So, jetzt mache ich meine übliche Runde. Vielen Dank, Frau Klöckner, Herr Schümer, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Friedmann. Wir haben vor der Sendung gesprochen. Sie hat mich gebeten, auf einen Handschlag zu verzichten. Sie verabschieden sich so.